Tag, liebe Leute, yo, ich schmeiß mal wieder eine Spontanwette rein, weil ich eine Quote viel zu hoch finde. Und zwar zur Partie Schottland gegen die Ukraine, WM-Quali, Halbfinale, Playoffs. Ja, die Schotten spielen zu Hause, Hampden Park natürlich eine gute Kulisse und sollte ein kleiner Vorteil sein. Aber bei der Ukraine darf man natürlich die aktuelle Situation nicht unterschätzen. Das gibt einen enormen Zusatzpush. Und deswegen, ja, sehe ich das relativ ausgeglichen. Die Quote, die ich meine, das ist das über 1,5 Teamtore für die Ukraine. Und warum das? Wir haben auf der Schottenseite viele, viele Spieler, die im britischen Fußball eine Menge Körner gelassen haben. Die werden echt ganz schön platt sein. Viele Spieler halt auch wirklich nicht eine erfolgreiche Saison gespielt. Ein paar von Norwich, ein paar aus der zweiten Liga in England, die halt irgendwo im Mittelfeld rumgedümpelt haben. Southampton-Spieler, deren letzte Phase der Saison nicht gut war. Also das Ego könnte besser sein. Robertson allen voran mit Liverpool gegen Real am Wochenende verloren. Ja, da könnte die Stimmung besser sein bei jedem Einzelnen. Und die Ukraine, die ist da ganz anders aufgestellt, weil halt gerade die Offensivspieler Jarmolenko, der wurde einfach mal bei West Ham nur noch reingeworfen, hat dann auch teilweise geliefert, ist aber sicherlich nicht überarbeitet. Zinchenko bei City genau dasselbe, hat auch noch ein Erfolgserlebnis mit der Meisterschaft eingesackt. Und Remschuk bei Benfica auch nicht komplett überstrapaziert worden. Dann, wen haben wir sonst noch? Malinowski, ja, in der letzten Phase der Saison bei Atalanta auch nicht in Topform. Aber wir wissen, der hat einen guten Schuss und knallt aus allen Lagen drauf. Müssen wir mal gucken, ob der beginnt. Aber wie gesagt, in der Offensive haben wir da sehr erholte Spieler, die absolut eingespielt sind und die richtig Vollgas geben werden aufgrund, wie gesagt, dieser Zusatzmotivation, die nun mal die Flagge der Ukraine derzeit mitbringt. Und deswegen traue ich denen schon durchaus zwei Türchen Minimum zu. Und hat halt auch bei den Schotten schon so stattgefunden. Gegen Israel kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern in der WM-Quali. Haben sie 3-2 gespielt, durch einen Last-Minute-Treffer erst gewonnen. Nach einer guten halben Stunde lagen sie da schon 1-2 zurück und mussten sich da richtig abstrampeln. Und ähnlich kann das halt heute auch passieren, dass die Ukraine wirklich halt das Spiel annimmt, federführend sein wird und da halt wirklich absolutes Vollgas gibt. Die schottische Offensive ist natürlich jetzt keine Feinspielerei, muss man auch so sehen. Die werden primär verteidigen, aber halt die Ukrainer haben auch die Robustheit, den Schotten da Paroli zu bieten. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass es da heute zweimal für die Ukraine knallen wird. Ob es für den Sieg reicht, weil ich habe es ja gerade angesprochen, Last-Minute-Schotten darf man nicht unterschätzen. Werden wir sehen, aber halt auch die Ukraine haben in der WM-Quali schon sowas geschafft, in Finnland nach einer guten halben Stunde schon 2-0 in Führung zu stehen. Tore Jaremczuk, Jarmolenko und ich verspreche mir einfach viel von der ukrainischen Offensive und finde diese 3,80 wirklich dementsprechend viel zu hoch. Gut, das war mein Spontan-Pick. Falls ihr noch andere habt und ob ich mich auch noch mal weiter zur Nations League äußere und da ein paar Wetten abgebe, werden wir sehen. Ihr dürft gerne die Sachen kommentieren, auch andere Picks da unten platzieren, Däumchen da lassen und so weiter. Wir sehen uns bald wieder. Tschö!